Cube. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Wir sind wieder da, die Kiste. Ich hab sie euch versprochen, da haben wir sie. Ein Schraubschlüssel können wir zerlegen. Kartoffeln, leider keine rohen, wäre besser. Ein Wasser, ein Häftchen. Hm. Wow, auch nicht mehr die große Ausbeute da drin, nicht? Nein, 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 nein. Das auch, ganz gefährlich. Samen, Kürbis haben wir freigeschaltet. Du hast Bögen, eiserne Armbrust freigeschaltet. Qualität 4. Sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, wenn wir schon hier sind, dann laufen wir jetzt in die nördliche Stadt und machen da was. Wir sind ja gleich wieder voll einsatzfähig. Und dann können wir von da noch was mitnehmen. Wir haben ja bis 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr Zeit. Ich denke, das ist alles. Tippitoppi. Danke für meine Pfeile. Der geht aber auch inzwischen schnell down. Eine Broken Axe. Brauchen wir nicht. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prosit! Zombie! Ja, sag mal. Okay, hatte nur einen Pfeil. Aber Hühnchen haben wir noch keine neuen gefunden. Bock, 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 bock. Keine Spuren. Mann. Na, Mann. Zappel nicht so. Oh, ja. Du durftest zappeln. So dürft ihr öfter zappeln. Sogar Eisen dabei. Und Munition. Inzwischen finde ich das Holz auch komplett passiv, nicht? Ich baue gar kein Holz mehr ab. Also die CPU bei dem Spiel ist super entspannt. Ich habe eine AMD Ryzen 5 3DX irgendwas von der AM5 Plattform neu. Und die, also das Wasser wird nicht mehr richtig warm von der All-in-One-Kühlung. Das ist, die ist irgendwie bei 30%, aber Grafikkarte ist bei dem Spiel echt massiv überlastet. Ich könnte wahrscheinlich die Sichtweite ein bisschen runterschrauben. Aber ich finde, das Spiel ist jetzt auch eigentlich nicht so anfordernd zu der Grafik, dass man sagen könnte, das lohnt sich, dass es so viel Ressourcen frisst, nicht? Ich glaube, da gibt es noch so zwei, drei Optimierungssachen, die auf jeden Fall wichtig wären, in Zukunft auch behoben zu werden. Weiß ja nicht, wie es bei euch ist mit dem Rechner. Läuft das Spiel bei euch durchgehend flüssig? Das würde mich echt mal interessieren. Könnt ihr auch mal eure Specs runterschreiben? Also ich habe nämlich nur eine 4070. Und ich habe echt das Gefühl, mit Stream zusammen ist das schon echt eine krasse Kiste. Und ich hatte vorher eine 1070 und gefühlt konnte ich mit der das alles genauso spielen wie mit einer 4070. Also so, dass ich sage, den Mehrpreis, den ich bezahlt habe, ist die Grafikkarte wert, kann ich gar nicht so sagen, nicht? Die CPU, okay, die merke ich definitiv. Aber auch bei der SSD merke ich zum Beispiel nicht den Unterschied zwischen einer SATA-SSD und der schnellsten M2-blablabla-SSD, die ich da gekauft habe damals. Das ist irgendwie dann nur noch Mikrobereiche, wo ein normaler Mensch gar nicht mehr den Unterschied feststellen kann. Aber so bei der Grafikkarte finde ich, da wird immer gesagt, oh, 80% mehr Leistung. Oh, zur Vorgeneration 800% mehr Leistung und ich merke irgendwie so ein FPS mehr und denke mir so,
Wow. Also so wirklich viel performanter ist das jetzt aber nicht. Also, und alle aber applaudieren und sagen, oh, das ist gar nicht so. Nee, alle sagen, ja, geil, geil. Und ich denke mir nur so, nee, vielleicht nicht. Ja. Vor allem, weil auch Nvidia den Fehler gemacht hat irgendwie und absolut nicht den Grafikram erhöht hat, nicht? Das fand ich den... Also das hat mich eigentlich kurz davor abgehalten, sofort eine 4070 oder 4080 zu holen. Also gerade bei der 4080 fand ich irgendwie lächerlich, dass die da irgendwie nicht wirklich was mehr hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den TI-Sachen ist, aber... Also ist irgendwie für mich eine nicht so geile, ja, Politik und dann den Preis immer erhöhen. Nur weil irgendein Shareholder, Stakeholder, Aktien, Pipapo Geld haben möchte. Ich glaube, man hat noch nicht verstanden, dass immer Märkte irgendwann gesättigt sind und irgendwann auch einfach ein Cap erreicht ist. Also es geht ja nicht immer nach oben. Also wäre... Oh, wir sind ja komplett falsch gelaufen. Okay. Das ist nicht gut. Schön beim Sammeln und Labern komplett versagt. Schaffen wir es noch? Wir können ja jetzt rennen. Ja, mecker nicht. Ich hab's eilig. Da war Eisen drin. Sehr wichtig. Warum rennen wir eigentlich nach Norden? Ich muss auf die Schatzkiste zulaufen, nicht? Kann das sein? Ah, in etwa. Ich renn weg und renn wohin? Nach Norden, wo ich auf jeden Fall nicht hin will. Das Problem ist nicht, dass ich nicht navigieren kann, sondern dass ich einfach wie so eine Eintagsfliege einfach sofort vergesse, in welche Richtung ich laufe, so. Okay, das Norden. Oh, ein Blümchen. Und zack, bin ich irgendwo anders. Gerade bei den Vogelnestern renne ich hinterher wie nix. Apropos, wir wollten nochmal Hühnchen befedern. Deine Spuren. Ups. Oh, da. Wir können ja mal von hinten an die Stadt ran. Oh, Mann. Keine Zeit. Und Cam. Sag mal. Geht doch. So, ich hoffe, ihr habt was im Auto. Was zu essen. Was zu trinken. Okay. Ah, hier hinten beim Truckstop sind wir. 17:32, ja, richtig viel können wir nicht machen. Vielleicht einmal durch die Stadt laufen und die Post angucken oder so. Die Postsachen, die da liegen. Wir sind auch... Na, voll sind wir noch nicht. Da ist die Ranch. Ich dachte, ich habe sie weggelegt. Sehr viel Eisen jetzt im Müll. Ich glaube, das Lootglück war gar nicht so schlecht. Oh, oh, Polizeiauto. Du Scheiße. Du bist mir im Rücken.
Was ist denn auf einmal hier los? Die Zombies fallen wie die Spatzen von den Dächern. Der ist gar nicht explodiert. Was für ein Beat. Hey. Oh, nix drin. Wo ist er denn? Unterm Fahrzeug oder so, nicht? So ein kleiner. Buch. Das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich unbedingt looten wollte, nicht wahr, hier. Es hat sich so ergeben. Oh, hallo, Sir. Sir. Oh. Sir. Sir. Wir haben geschlossen. Mann, der Kleine macht einen Krach. Man kann sich gar nicht konzentrieren. Hinter ist doch sicher ein Hund oder so. Nix, nicht mal was zum Looten. Da war nur der Polizist drin. Wie spät war's? Oh, ich darf die Uhrzeit nicht aus dem Blick verlieren. 18.33 Uhr. Nach Hause sind es 1,3 Kilometer. Ja, das kriegen wir hin. Okay, noch irgendwas? Da. Scheiße. Oha. Das war vielleicht doch ein bisschen sehr viel. Hm? Der Militärzombie war ein bisschen too much. Ach du Scheiße. Ich habe keine Zeit für sie. Ach du Shit, jetzt noch eine Horde oder was? Zusätzlich. Du Kacke. Und jetzt ist kein Fahrrad dabei. Okay, wir wechseln mal auf Pistole. Und essen mal was. Oh, oh. Eigentlich die Pfeile aus dem anderen. Oh Mann.
Oh Mann. Was habt ihr für einen Snack für mich? Nix. Ja, da hat er doch auch noch viele Pfeile. Oh! Wow, Mann, du Kleiner! Mit dir kann ich gerade nicht... Oh, dann kann sie erstmal nicht mehr laufen. Na, langsam wird's kritisch von der Zeit. Ich will unbedingt die Pfeile da hinten haben. Oioioioioi. Okay, zwei Polizeiautos aktivieren gleichzeitig. Ganz dumme Idee. Für die, die fragen. Ganz dumme Idee. Da müssen noch 30 Pfeile rumliegen. Schon alle despawnen, nicht? Aber das ist ärgerlich, dass der Despawn teilweise so schnell geht. Die hätte ich gerne noch mitgenommen. Okay. Auf nach Hause. Wir haben 6 Minuten schneller laufen. Trinken noch was. Oh Mann. Okay. Ich gehe aber außen rum, ich gehe nicht über die Farm. Bin ja nicht lebensmüde. Also bin ich schon, wie ihr gerade gesehen habt. Wir sind halt auch hart überladen. Können wir mal sortieren? Haben wir irgendwas? Die Ranch können wir zum Beispiel zerlegen. Ja, dann laufen wir auf jeden Fall schneller. Die können wir lesen. Dann ist die auch weg. Haben wir noch mehr? Komm, hier, das verrottene Zeug kann noch raus. 9 ist auf jeden Fall besser als 12, denn... Oh, 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 oh. Puh. Aber wir sind auf jeden Fall nicht mehr ganz so schwach, nicht? Also der Bogen macht viel. Unser Level macht viel. In der ersten Woche bin ich vor den Polizisten weggerannt. Da hätten wir gar nicht damit, ja, nicht rechnen können, ihn überhaupt zu besiegen. Okay, dann müssen wir in der nächsten Nacht nach Clover Heights zurück, die Sachen looten und dann Eisen farmen. Und wirklich, ich muss mich konzentrieren, nur Eisen zu farmen. Bitte sagt mir, wenn ich wieder irgendeinen Scheiß mache, wie eine ganze Armee von Zombies spawnen lassen. Ja, dass keiner einen Sack fallen gelassen hat, ist ein bisschen enttäuschend. Wird ganz eng, oder? Das Gute ist, wir können jetzt unterirdisch in unsere Basis zurück, in die andere, in den Turm, und den auch nachts weiterbauen. Wir schaffen 50 Meter... in knapp 8 Minuten, würde ich sagen, wenn ich voll aufgeladen bin. Das sollte genau aufgehen. Nur das Aufladen zwischendurch wird so ganz kurz dafür sorgen, dass wir gerade so ankommen. Und solange kein Werbär kommt, aber beschwören wir es nicht. Ich glaube, aktuell ist alles möglich hier. Und die nächste Horde-Nacht wird auch nochmal anders. Sie ist auf jeden Fall aber Schauspielerin gewesen in ihrem vorherigen Leben.
wie sie theatralisch sich weggeworfen hat. Ja, locker. Kriegen wir sogar den noch hin. Seht ihr, wenn ich aufstehe, bevor der Pfeil einschlägt, dann zählt das nicht mehr als Sneaky. Das heißt, das Sneaky heißt, bedeutet eigentlich nur, bin ich geduckt, während der Pfeil den Zombie trifft. Auch ein bisschen komisch. Die Schatztruhe wollten wir auch hin noch. Oh Mann, so viel zu tun. Aber wir haben noch gar keine Verteidigung für unseren Turm. Darf ich auch nicht vergessen. Wir bauen eigentlich Eisenstachelfallen und Eisenzäune, nicht? Haben wir auch nicht. Oh Mann, wir haben so vieles noch nicht. Wir brauchen echt eine Eisenquelle. Der Turm ist auch noch nicht wirklich da. Und wir wollten ihn oberirdisch noch verbinden, nicht wahr? Dass wir nicht nur unten runter lang müssen. Müssen wir auf jeden Fall auch nochmal reparieren. So. Punktlandung. Lass mich raten, du bist noch nicht leer. Nehmen. Egal was kommt. Wir sind hier. Ich falle doch bloß wieder runter, ich lasse es. Ohne mich. Vielleicht nicht nochmal drauf rein. So, das bedeutet. Ich glaube, von hier müssen wir rüber, nicht? Ja, eigentlich müssten wir von hier rüber. Wenn wir es richtig machen wollen. Hier würden wir dann neben ankommen. Andererseits. Ist eigentlich egal. Wir können auch hier ankommen. Er ist ja 3x3 breit. Okay, erstmal alles ablegen. Wow. 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 Okay, sehr viel aufgefüllt. So, wir haben Eisen. 1160 ist jetzt nicht die Menge, die ich mir gewünscht habe. Wir haben doch sicher Kohle. Kann ich nicht mit Kohle hier die Sachen befeuern? Zack. Muss doch nicht immer da Holz reinlegen, oder? Zack, zack. So, das können wir mit rübernehmen. Können wir schon mal so den ersten Anfang machen. Was können wir noch hier lassen? Nee, hier kommen wir anders hin. Was bist du denn? Eisenspeer. Auf jeden Fall besser als der Knüppel wahrscheinlich, oder? Oh, geht nicht. Ja, das geht. Okay. Bei den Knüppel mag ich gar nicht. Ah, die Kartonengurten. Da ist sie. Ich dachte, ich habe sie fallen gelassen. Aber warte mal, Patronengurt. Oh, meine Rüstung ist auch nur Level 4. Ich habe schon Patronengurt-Mod an. Stimmt, weil wir die Sammler-Dinger nicht gefunden haben. Du kannst hier mit zum Bogen. Das brauchen wir alles. Nahrung, Essen, Trinken, Heilung. Autosammeln hier drin. Oh Mann, das ist so verwirrend, wenn man zwei Spielstände hat und die Sachen in verschiedenen Orten gelagert hat dadurch. Man ist halt so gewöhnt, das dahin, das dorthin, das dahin. Und wenn das dann nicht so ist, ist man direkt aufgeschmissen. Wobei mir die Aufteilung hier eigentlich besser gefällt. Das muss man unbedingt mitnehmen.
Das kann hier bleiben. Ein bisschen Holz mitnehmen, sicher ist sicher. Steine, gut, Steine kriege ich genug. Egal, aber die brauchen wir auf jeden Fall. 273 Cobblestone. Fackeln haben wir. Haben wir vielleicht Fackeln einfach so rumliegen? Links in eine oder so wäre geil. Dynamit, ich kann mich in die Luft sprengen unten. Was gibt's denn noch? Fackel. Tierfett, Stofffetzen, Holz. Oh, wir haben halt nicht so viel Tierfett. Stofffetzen, kein Thema, nicht? Aber Tierfett, dann machen wir zwei. Ich denke, ich irgendwas rumkrauchen gerade. Gut. Dann runter. In die dunkle Mine. Na? Zack. Zeig mir den Weg nach unten. Sie? Da. Machen wir mal hier. Da. Kann ich die auch unten? Ja, da vielleicht. So. Dann ist hier nicht ganz so dunkel, nicht wahr? Wenn wir runterkommen. Dann haben wir einen Lichtblick. Na? Zack, hoch mit uns. Können wir auch noch mal gucken. Ach, hier war alles Kohle nur, nicht? War alles Kohle. Ja, Kohle ist jetzt semi-interessant. Zumindest aktuell. Oh, ey, das ist aber echt viel. Viel Kohle. So, und hier ist nämlich zwei, damit ich hier auch eine Fackel hinmachen kann. So. Vielleicht machen wir die sogar noch einen höher. Das mag übertrieben sein. Aber ich finde, gegen Zombies kann nichts übertrieben genug sein. 1, 2, 3. Der Block muss auf jeden Fall noch hochgebaut werden. 1, 2, 3. Der war zu viel. Shit. 1, 2, 3. Das heißt, den müssen wir nochmal abbauen dann. Eins, zwei, drei. So, du bist auch maximal da. Das machen wir von unten dann später. Ist das jetzt hoch genug? Ja, oder? Auf der Seite vielleicht? Na doch. Hier vielleicht nicht, aber da wollten wir ja dann runterbuddeln. Vielleicht noch eins höher? Ah, dann bin ich vielleicht zu hoch zum Schießen. Warte mal, wie hoch ist denn das Haus? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben oder sowas. Okay, dann können wir noch einen raufbauen. Das Platzierungssystem ist auch so semi. Ich
Shit. Nah. Tja. Hält zumindest ein bisschen was aus, nicht wahr? Okay, ich würde sagen, ich baue den noch zu Ende und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis gleich.